Wir haben zwei Defekte gehabt. Einer war auf unser Übergewicht zurückzuführen. Wir sind mit deutlichem Übergewicht. In der Formel 1 ist das ein Faktor, wenn du 10 Kilo zu viel hast, sind das ca. 3 bis 3,5 Zehntel. Und wir haben deutlich mehr als 10 Kilo Übergewicht gehabt. Und da hat eine Sparmaßnahme den Ausfall beim ersten Rennen bewirkt. Der zweite Ausfall war technisch bedingt. So, aber durch dieses Übergewicht war das Auto relativ untersteuernd. Das heißt, es ist über die Vorderräder schiebend. Das ist etwas, was dem Max nicht so behagt. Aber durch die Gewichtsverteilung waren wir da mehr oder minder gebunden. Und im Laufe des Rennen dann haben wir natürlich Adaptionen durchgeführt und die sukzessive Gewichtsreduktion, das geht nicht so auf einmal, also so 2-3 Kilo, wenn es pro Rennen war, war es gut, dann kam ein Update, ist wieder raufgegangen, aber das ist alles dahin gelaufen, dass man das Gewicht so reduziert hat auch, dass die Charakteristik vom Auto wieder in Richtung Max geht. Der Max braucht ein Schaffe, also ein Frontend, das richtig beißt. Was mit dem Heck passiert, das tangiert ihm weniger. Und je mehr wir in diese Richtung gegangen sind, umso dominanter ist Max geworden. Und wir haben eine ganz klare Nummer 1 Position. Das ist der Max. In der Ära Vettel war Mark Webber, da gab es kräftige Rivalitäten, die also nicht teamspaltend, aber sicher nicht auf die Harmonie sich ausgewirkt haben. Und so gesehen hat der Max ein perfekteres und auf ihn zugeschnittenes Paket und das macht es ihm halt auch leichter.